Hallöchen, so jetzt kommen wir mal zu dem Radio, was ich hier noch machen will, muss und machen muss. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen was im Hintergrund, egal. So, ich hoffe, das geht so. Ich mit der Kamera und das hier alles, das funktioniert nicht so, wie ich das eigentlich will. Aber. Ich habe ja schon gesagt hier im Radio, was ich hiermit gemacht habe mit den zwei Sachen. Da sind jetzt diese zwei adaptierten Spulen drauf. Es lässt sich auch abgleichen, es funktioniert auch. Das will ich jetzt aber noch nicht anmachen. Es ist zwar eine Steckdose, aber die ist aus. Aber ich weiß nicht, ob die Alpolig trennt. Moment, ich muss mal kurz. So. Ich habe mal die Steckdose da, das habe ich mal rausgesteckt. Falls ich das rausgeschnitten habe, dann tut es mir leid, weil das wird dann, wurde dann laut. Ich habe den Stecker rausgezogen hiervon, weil ich nicht weiß, ob der Alpolig trennt. Das habe ich ja, die zwei mit den Spulen habe ich ja erklärt. Es lässt sich anschalten, es lässt sich abgleichen und alles. Problem ist allerdings hier mit der Skala, wenn ich die hier mir ausrichte, links und rechts gleichmäßig und da, wo sie auch vorher gesessen hat. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher gleich mache mit dem wieder festmachen. Ich weiß schon ungefähr, wie ich das mache. So sitzt sie in etwa mittig. Komme ich hier hinten gerade mal ganz knapp hinter 150, also 149 oder sowas. Und wenn ich auf die andere Seite drehe, sprich bei Langeweile 150 kHz. Und bei Langeweile wären hier hinten 350 kHz. Hier hinten wären 100 MHz. Ich glaube 107 ist heute nach heutigem Standard, glaube ich, das höchste. Und hier verschwindet der Zeiger schon hier hinten. Der ist ja schon hier hinter. Und ich müsste ihn jetzt theoretisch so hinkriegen, dass er auf beiden Seiten halbwegs gleichmäßig zu sehen ist. Und dazu würde ich den versuchen, hier hinten zu schieben. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt da. So. Jetzt ist der da, so bei 100. Was sind denn hier? 150? Vielleicht 145? Nee. 200. 90, 80, 70, 60, 50, ja, bei 100, ja, 145 ungefähr. Wenn ich jetzt gerade hier drehe, ist er ja ungefähr da am Ende und ungefähr. Ah, vielleicht noch einen winzigen Ticken. So, aber ich muss mal kurz die Schalter hier lose drehen. Oder die Knöpfe, besser gesagt. Rausnehmen.
Doch, muss ich so lassen, weil er hier hinten schon anschlägt. Jetzt drehe ich den wieder da oben. Habe ich den hier oben gedreht. Muss ich gleich mal fester schrauben. Drehen kann. So, ich mach mal hier kurz den Knopf drauf. Dann dreht er hier eher durch an der Achse. Wenn ich jetzt hier drehe, ist er da. So, und hier mit der Skala muss ich dann gleich mal gucken, dass der Hintergrund da ist. Auch, das zeige ich euch gleich. Moment. Mal einen Knopf abdrehen. Weil die muss ich jetzt erstmal gleich ein bisschen festmachen. Wenn ich hier nochmal dran. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht viel sehen. Komm mal her, mach mal fest. Der sitzt jetzt ein bisschen hinter rund 1600. Und der geht jetzt 45, 47 Kilohertz, 147 Kilohertz. So. Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, ich hoffe, ich kriege das hier hin. Wenn ich versuche, das abzugleichen, jetzt muss ich mal gucken. Kamera. Wenn ich das versuche abzugleichen mit der Skala vorne, muss ich diesen Kern hier so weit nach da hinten reindrehen, oder musste ich, dass der den Schalter blockiert. Das kann ja nicht sein, ich muss ihn jetzt wieder zurückdrehen. Ich muss das jetzt nachher, muss ich nachher gleich machen, werdet ihr mir dabei zugucken können. Und hier ist ein Kondensator. Der lässt sich auch nur in einem gewissen Bereich verstellen und der war auch schon sehr hart an der Grenze. Also war schon fast 400 Kilohertz oder was daneben und mehr ging einfach nicht. So, und bei UKW guckt jeder Kern oben schon raus. Der hängt schon in den letzten Dingern drinne und ist immer noch nicht ganz passend gewesen. Der war eigentlich auch viel weiter drinne. Ich meine, der war ungefähr so weit drinne, denn da oben die ersten, ja, lass mich 2-3 mm von dem Röhrchen, sind gar keine Gewinde da. So, und darum geht's. Darum muss ich ja die Skala und den Skalenzeiger ein bisschen verschieben, damit ich das wieder einstellen kann. Und jetzt will ich das hier wieder festmachen, die Skala. Zumindest versuche ich das jetzt gleich mal. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und dazu muss ich natürlich die Knöpfe abnehmen. Hier, wo hier so ein Filz
drauf geklebt war. Und hier ist noch irgendwie so ein Klebestreifen drum. Das ist so ein Gewebeklebestreifen. Den habe ich leider nicht. Nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich meinen habe. Ich habe noch irgendwo Gewebeklebeband. Habe ich jetzt leider nicht finden können. Ich weiß nicht, wo ich das hingeräumt habe. Eigentlich habe ich das hier immer gehabt. Hier ist es an den Seiten kaputt. Ich das hier mache, weiß ich nicht. Und das mit dem Filz. Ich versuche das jetzt hier so sauber wie möglich runterzukriegen. Hier an dem Radio. Achso, das sieht ihr gar nicht. Moment. Man das da. Hier an dem auch. Da war auch der Filz angeklebt. Mache ich jetzt so gut es geht sauber und werde neuen Filz draufkleben. Mit Doppelklebeband. Dafür habe ich mir nämlich schon mal was besorgt gehabt. Oh Mann, irgendwie ist ja gerade der Hals trocken. Das ist jetzt hier keine Werbung. Ich hatte geguckt, ob ich irgendwo Filz kriege und hatte gedacht, nimmst du so eine Filzgleiter oder was, die man ja finden, kriegen kann. Aber ich habe was viel Besseres gefunden und eventuell, ich weiß aber noch nicht, ob ich das mache, mein Sofa, wenn du das hier guckst, das Video, vielleicht möchtest du ja davon zwei Bögen abhaben. Einmal Schaumstoffbogen, das ist ein A4. Das ist ein Schaumstoffbogen, so weiß ich nicht, Millimeter, 2 mm dick. Habe ich mir gedacht für das Tonbandgerät, für den Motor, weil da war ja auch Schaumstoff. Das Ganze nochmal als Filz Bastelbogen. Das ist ein Filzpad hier. Ja, weiß ich nicht, nicht sehr dick, aber wenn ich dir davon so zwei zuschicke, eventuell müsstest du genug da haben für irgendwas, wenn du mal brauchst. Das sind 10 Bögen hier und das hat gekostet 1,99 €. Gibt es bei Kick. Habe ich bei Kick gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das noch haben. Davon will ich mir jetzt hier so 4 von diesen Dingern hier rausschneiden, rankleben und dann kommt die Skala wieder drauf. Und damit kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt leider habe ich jetzt sowas nicht, aber das könnte ich mir theoretisch noch machen. Hier zum Beispiel, wo habe ich die Teile? Ist die Tüte? Ne, das ist noch nicht. Wo habe ich die Tüte? Mit dem Rest? Nein, das ist sie auch nicht. Dann habe ich die Tüte. Mal die Tüte finden. Naja, egal. Hier bei diesen Skalen, bei diesen Radios, ist es ja immer eigentlich so, dass hier noch so ein Filzpad, so ein Ring hinter den Knöpfen ist. Muss ja gleich mal gucken, wo ich die Tüte habe. Die muss hier liegen. Nee, da auch nicht. Kann man die auch selber machen, kann man die auch mal selber schneiden. Und dann ist die Scheibe auch geschützt, dann kratzt das nicht da drauf. Also dafür ist sowas ganz gut. Das werde ich gleich fertig machen, das mache ich ohne Kamera, weil die Kamera mir ein bisschen wild steht. Und wenn ich dann beim Abgleichen bin von der Skala, weiß noch nicht, wie ich das mache, die muss ich auch mal ein bisschen sauber machen hier. Von außen zumindest, von der anderen Seite kann ich es ja nicht. Dann bin ich wieder dabei. Dann seid ihr wieder dabei. Dann werde ich das nämlich versuchen. So gut es mir möglich ist, wie ich es hier machen kann. Machen tue ich das Ganze mit dem Gerät hier. Das ist der HF-Grundwellengenerator mit Modulationston von, was waren das, 800 Kilohertz bis 1,3 Kilohertz kann ich hier einstellen. Hier steht zwar AF an dem einen Eingang, aber ich kriege da keine Audio rein. Ich kann nicht mit Audio modulieren. Ich habe mir schon den Schallplan angeguckt. Es wäre vielleicht grundsätzlich möglich, auch mit Audio zu modulieren. Aber dazu müsste ich die Kiste umbauen. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das mal irgendwann.
Aber damit mache ich das. Hier kann ich von 150 Hertz, Kilohertz bis 220 Megahertz machen. Also sprich auch UKW bis sogar 130 Megahertz. Auch unter UKW mit 65 Megahertz. Kann ich eigentlich alles machen, fast komplett stufenlos. Ja, also von 150 Kilohertz bis sowieso geht hier wunderbar mit der Kiste. Funktioniert auch. Damit habe ich auch die ZF gemacht. Weil die musste ich einstellen, das ging nicht anders. Bei UKW stimmte die ZF, eventuell stimmt die ZF von Langwelle, Mittelwelle noch nicht um 10 Kilohertz ungefähr. Ich habe es jetzt auf 100, was stand da, 173 Kilohertz circa. Nee, 473 Kilohertz, beziehungsweise 464 Kilohertz. Muss ich gucken, wenn die wirklich zu weit daneben liegt, dann muss ich nochmal die ZF umstellen auf 464 und die nochmal einstellen. Ich habe jetzt 473 genommen. Gut, Langwelle, Mittelwelle ist jetzt nicht so tragisch, wenn das 10 Kilohertz daneben liegt. Das Raster sind, glaube ich, 9 Kilohertz. Langwelle, Mittelwelle und Kurzwellenbereich, glaube ich, ist das Raster 9 Kilohertz auseinander. Also ein Sender, 9 Kilohertz weiter, noch ein Sender. Und so viel haben wir hier gar nicht. Werden wir auch nie wieder haben, dass die alle nebeneinander liegen. So wie hier ja drauf ist, hier mit. Was haben wir hier? Gehen wir mal hier. Rennes 1. Das ist jetzt 200, nee, 190. Dann weiter sind 100, das sind 5, ja, sind knapp 9 Kilohertz. Daneben ist der nächste und dann kommt der nächste und der nächste. Also auf 9 Kilohertz Raster. Werden wir nie wieder haben. Glaube ich nicht, dass wir das je wieder reinkriegen werden. Gut. Video wird sonst wieder viel zu lang. Ich mache jetzt hier Schluss. Wie ich das zusammenschneide, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal das mit der Skala machen, wie gesagt, hier mit dem Filz, bla bla. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich versuche mal drauf zu zoomen. Da sind Filzpads jetzt drauf. Machen wir mal die Kamera hier mit dem Stativ. Da ist Filzpad drauf. Und ich habe hier unten mal eins mit drauf geklebt, so quer. Hier oben die Nase drückt das Ding ja runter. Das wird eh noch mit angeklebt, da ist jetzt Doppelklebeband mit drauf. Das sollte so hinhauen. Hoffe ich doch. Ich habe mittlerweile auch schon die Tüte gefunden. Und ich meinte, diese Filzpads, die nachher hier rüberkommen über den Dings, die kann man dann auch selber neu machen, wenn man denn die nicht mehr hat. Ich wollte jetzt einfach mal, dass das die Skala einfach mal hier so reinhalten, das hinhaut. Ja, das haut hin. Ich muss bloß gucken, dass ich sie dann ordentlich angeklebt kriege. Ja, passt wunderbar. Klebe ich dann an. Dann sollte das passen. Hier hinten auf der Seite mit dem Klebestreifen schneide ich, glaube ich, ab. Eventuell, ich habe noch ein kleines bisschen Filz über, klemme ich ein bisschen was hier oben mit zwischen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich meinen Klebestreifen habe mit dem Gewebeklebeband. Ich weiß nicht, wo ich das gelassen habe. Ich habe nur das normale Isolierband. Na gut, ich mache da mal weiter und dann sehen wir uns dann ja soweit, wenn ich soweit fertig bin.
Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt aufgehört habe. Ganz genau weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Teil, den ich gestern schon gemacht habe, was ich jetzt gleich machen werde, einfach gelöscht, weil der ging über 2 Stunden. Das tue ich euch nicht an. Ich hatte hier versucht, das abzugleichen. Das wollte ich euch zeigen, wie ich das mache. Es hat aber nicht hingehauen. Die Skala wollte ich euch noch mal zeigen. Ich muss kurz aufpassen mit dem Lautsprecher hier. Hier ist auch irgendwie gestern noch was runtergeknallt. Mit der Skala wollte ich euch das noch zeigen. Die habe ich jetzt dran, die ist auch angeklebt, die ist fest. Zeiger und so weiter habe ich auch. Ich komme aber nicht genau dahin, wo ich hin will. Mit dem ganzen Geraffel. Ich versuche das jetzt mal hier irgendwie so abzugleichen. Ja, hier oben hängt ein Kabel dran. Das ist von dem Dings, das brauche ich nachher gleich. Ich habe das jetzt gestern nochmal probiert und ich habe jetzt eine ZF von, was waren das, 500 Kilohertz? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gleich nochmal gucken. Ich gehe mal hier an die Röhre und auf den Kasten. Gibt der Kiste Saft. Schalt das Radio gleich mal ein. Ich muss mal hier mit dem Drehgo also das Radio auf 600 Kilohertz drehen. Dahin. Achso, ist er noch nicht an. Jetzt ist es an. Sender kriege ich hier nur UKW, Mittelwelle, lange Welle kriege ich hier gar nichts, egal welche Tages- oder Nachtzeit. Mal kurz warten, bis das Radio aufgewärmt ist. Da kommt schon was. So, jetzt gehe ich mal hier auf den. Jetzt gucke ich mal, wo wir die ZF haben. Da war sie doch schon. Da habe ich jetzt die ZF liegen. Das ist jetzt hier von mir aus gesehen 550, 500, 60, 70, 80, 90, ja, 595 ungefähr. Das muss nicht so exakt genau sein. Jetzt werde ich die ZF noch mal wieder umändern und zwar auf 450 455 Kilohertz. Da werde ich die jetzt versuchen hinzudrehen. Wenn ich soweit bin, werde ich mich wieder melden, weil das hier zeigen, dass da vergeht eine halbe Stunde teilweise, bis ich das fertig habe. Um zu gucken, ob ihr das seht, ich das hier irgendwie hinkriege. Ich mache das jetzt hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich denn hier bei circa 450 Kilohertz, 455 Kilohertz, das ist da, wo ich jetzt bin. Ich stelle jetzt nach Gehör ein. Ja, das. So, jetzt habe ich 450 Kilohertz eingestellt, 55 Kilohertz eingestellt. Gehe ich mal von dem von der vom Gitter weg. So, das sollte jetzt passen.
Und jetzt gehen wir auf Langwelle. Nach ganz vorne. Da kriege ich nichts. So, jetzt gehe ich mit der Langwelle auf 200 Kilohertz. Jetzt habe ich das Radio auf 200 Kilohertz. So, das wäre da. So, ich muss ja auch in die Antenne rein. Und ich liege daneben. Ich bin bei etwa 210, 216 ungefähr. Soll ich hier auf 200 gehen? Gehe ich hier aufs Radio? Ja, man hört das Dings. Mein Abgleichstiftdingens, was ich mir schon dreimal zurecht gefeilt habe, weil es mir immer wieder abgebrochen ist, das ist die Spule hier unten, die ich noch drehen kann. Das wird nichts. Na, jetzt hängt er fest. Jetzt muss ich gucken, das ist das Maximum, was ich kann. Das ist 210. Das hat irgendwie gar nicht. Muss ich da bleiben. Ich gehe mal auf 150, weil ich kann die eine Spule nicht verstellen, das ist die an der Ferritantenne. Ja, das soll mir nicht sein. Das haut jetzt gerade nicht hin. Ach, da, falsche Range gewesen. So, jetzt bin ich bei 200. Jetzt auf den 200 und jetzt kann ich drehen. Da wird nichts. Ja, und den Kern kann ich nicht so weit rausdrehen. Das ist das Maximum. Ich bin bei 225 circa. So, jetzt gehen wir mal auf 150.
mich bei 190. Kann ich da noch was tun? Nee. Ich kriege das nicht abgeglichen. Und ich wollte mal gucken, man könnte eventuell hier an der Spule noch, was war das, ein Kondensator oder ein Widerstand dazu packen, dann könnte das eventuell hinhauen. Das muss ich mir aber dann mal angucken. Also lange Welle gehe ich nochmal auf, sagen wir mal, ja, kriege sowieso hier keine Sender. Etwa 350. Also da wären jetzt 350. Das wäre das Maximum, was ich gehen kann. Sonst blockiert der Schalter. Ist jetzt bei ca. 325. Sitzt jetzt bei ca. 325, also besser kriege ich es nicht hin. So, und jetzt nur noch Mittelwelle. Und Mittelwelle sagt er mir einmal 500 kHz und einmal 1005. Und einmal 525 und 1006. So, und die Spulen habe ich, die Spule kann ich nicht, den Kondensator kann ich, der bewirkt gar nichts, aber die kann ich machen, L und C. Und Mittelwelle, da kommt ja ab und zu mal was durch, je nach Nacht, Tages- und Nachtzeit, 525, ich drehe mal das Radio auf 525, das ist da, die Range. Und sitzt bei etwa 600 noch irgendwas. Das muss ich hier mal gucken. 510, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 25. Da. Das ist das Spülchen hier hinten. Das passt. Der Kern guckt aber schon ganz schön weit raus. Funktioniert aber. Und einmal 1600. Das ist die andere Seite von der Skala. Ungefähr da. Eine Range weiter. Ist jetzt bei etwa 1680, 85, 95, 95. So, und jetzt ist das hier ein Dreco. Problem ist nur, ich krieg den nie.
Das war's. Beinahe kann ich ihn nicht rüberziehen. Nicht weiter rüber. Das hat auch was mit der Alterung der Bauteile zu tun. Anders geht das echt nicht. Wahrscheinlich sind hier Kondensatoren oder Widerstände schon so weggedriftet, dass ich das nicht mehr ganz abgleichen kann. Es passt aber so. Das ist, mein Gott, dann ist ein bisschen über 1006. Und dann passt das eigentlich so. Und das UKW funktioniert auch. Und da habe ich schon, das habe ich gestern schon gemacht. Gehe ich mal auf UKW. Dazu mache ich das mal ab, den brauche ich gar nicht. Ich mache die Kiste mal aus, sonst habe ich das hier gleich drinne. Pressekonferenz. Und so weiter. Ich habe jetzt hier bloß ein Stück Kabel dran, nicht mal eine richtige Antenne. So. Und UKW sagte eigentlich auf 90 und 93 MHz. Und da ist dann auch noch ein Sender. 7 Modulation oder Ausgang Minimum, Modulation ein bisschen runtergedreht. Könnt ihr auch mal gucken, ich bin bei 90 MHz. Ich zoome euch da mal drauf. Das sind 90 MHz. Suche ich mal. Das ist jetzt 88. Da ist es piepen. Jetzt gehe ich mal hier durch. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Oder sind wir bei 88. So, haben wir hier noch irgendwo einen Platz, den ich aussuchen kann, wo kein Sender ist? Ich bin ganz klein bisschen daneben, aber das geht. Kerne hier oben.
Augen. Das Nachtgehör und dann hier bei den Bechern Nachgehör. Und wenn ich jetzt mit dem Radio mal auf 100 MHz gehe, ungefähr da, ich kann das schlecht sehen. Ist auch bei circa 100 MHz. Auch bei circa 100 MHz. Also UKW funktioniert wunderbar. Ja. So, ich habe das Radio wieder abgeglichen soweit. Dass sie eingreifen. Was? So, sollte reichen. Radio ist soweit abgeglichen. So gut es geht. Problem ist ja halt eben, dass ich hier die ZF-Filterspulen gegen irgendwas anderes getauscht habe und nur grob mit dem, was ich hier kann, ja, angeglichen habe an das Original und dann da rein. Eventuell passt das von der Spule selbst noch nicht hundertprozentig, aber ich kann ja die ZF einstellen. Kann aber auch sein, dass hier noch ein paar Bauteile weggedriftet sind in ihren Werten. Ich würde es jetzt so lassen, reicht für mich völlig aus. Ich habe es wieder hingekriegt, das wollte ich euch mal zeigen. Sender kriege ich so nicht, aber man könnte ja mal irgendwie mal einen Langwellensender oder einen Mittelwellensender irgendwie mal bauen. Muss ich mal gucken, ob ich da nochmal was mache in der Richtung. Ich glaube, ich hatte damals mal irgendwie was gemacht in der Richtung. Achso, der TA-Eingang, der funktioniert auch. Das wollte ich auch nochmal zeigen, dass der TA-Eingang auch noch funktioniert. Der funktioniert auch. Da könnte man theoretisch dann einen Plattenspieler anschließen oder ich baue da ein Bluetooth-Modul rein, dann kann ich auch per Bluetooth da drauf gehen, aber ist eigentlich Schwachsinn. Das Radio nimmt so viel Watt. Ich glaube, das nimmt 60 Watt. Aber macht ja nichts. Ist ein schönes, feines Stück Geschichte, Radiogeschichte. Jetzt habe ich da so viel Zeit investiert. Es funktioniert ja jetzt wieder. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Naja, ihr konntet mir jetzt zugucken, wie viele Probleme ich mit dem Kasten hatte, das wieder hinzukriegen. Natürlich, ein Problem habe ich mir selber gemacht und das ist, wo ich hier versucht habe, die Kerne zu drehen. Die waren leider so fest. Ja, darum musste ich dann das hier selber machen. Aber ihr habt mir zugucken können. Ihr habt gesehen, dass ich das wieder fertig habe. Ihr habt es ja jetzt gerade gehört. Die Skala ist fest und alles. Jetzt kann ich das wieder zusammenbauen. Ins Gehäuse. Da braucht ihr mir jetzt nicht zugucken. Eventuell mache ich noch ein Foto, ein Abschlussfoto und werde das mal zeigen. Oder, naja, ihr wisst ja eigentlich, wie es aussah von vorne. Aber danke fürs Zugucken. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe das Radio wieder hingekriegt. Es funktioniert auf alle Fälle, ist irgendwie wieder hinzukriegen. Und wenn ich Spulen selber gewickelt hätte, hätte ich hier irgendwo ein Trafo rausgepult. Jetzt ist die Karte voll. Jetzt hört ihr mich über die Kamera. Na gut. Dann soll das so sein. Okay. Sorry für den Ton jetzt. Ich habe es jetzt erst mitgekriegt, dass die Kamera, dass der Tastcam jetzt die Karte voll ist. Egal. Ja, man, ihr konntet sehen, man kriegt so ein Radio wieder hin. Ich konnte die Spulen, ich hatte die Spulen auch selber gewickelt und ich hätte dafür eventuell irgendwo ein Trafo auseinandergerissen und hätte mir da den Draht rausgeholt. Ich hätte es nochmal irgendwie probiert oder ich hätte geguckt, dass ich irgendwann mal irgendwo Spulen rankriege dafür, direkt dafür. Ich werde mal nochmal eine Sache durchlesen. Davon habe ich wirklich keine Ahnung, wie das jetzt war mit Spulen, wenn der Wert nicht erreicht werden kann mit einem Kern, dass man da einen Kondensator oder Widerstand parallel legen kann und eventuell mit einem Trimmer das sogar ein bisschen angleichen kann, weil es gab ja auch mal Spulen ohne Kern und die mussten dann halt eben anders abgeglichen werden. Muss ich mir nochmal anlesen, vielleicht versuche ich das nochmal, dass ich das mit dem Band hier nochmal ein bisschen hinkriege, aber das ist irgendwas für die Zukunft, das kann ich immer später mal machen. Ich habe ja verlinkt, ich habe ja noch ein Radio, ein Philips Filetta, glaube ich, ein weißes Kunststoffteil. Auch so ein kleines Ding, wenn ich das jetzt mal wieder vorgepult kriegen sollte, ich weiß gar nicht, wo das abgeblieben ist, dann würde ich das vielleicht mal machen. Aber ich meine, da war eine Röhre kaputt oder zwei Röhren kaputt, da muss ich dann Ersatz besorgen. Und ich weiß, ich habe noch ein Radio im Keller. Ein großes Röhrenradio. Ich glaube sogar Nordmende. Da war, glaube ich, ein Widerstand kaputt. Und da habe ich noch gar keine Elkos und nichts getauscht. Aber das hatte, glaube ich, mal funktioniert. Ich glaube, das habe ich mal gezeigt. Da war, glaube ich, auch das Skalenseil kaputt. Ich weiß das nicht mehr. Wenn ich das irgendwann mal wieder aus dem Keller rauskriege, weil der ist im Moment so zugemüllt, sagen wir es mal so. Müsste ich den halben Keller ausräumen, nur um an das Radio zu kommen. Und da habe ich absolut keinen Bock drauf. Gut. Das ist wieder soweit fertig. Ich danke euch fürs Zugucken. Und nochmal hier, nochmal am Rande. Macht das nicht unbedingt genauso nach, wie ich es hier gezeigt habe. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, lasst es einfach. Lasst es jemand machen. Aber nicht bei mir. Kommt nicht bei mir an und sagt, macht mir mal mein Röhrenradio fertig, im Ganzen. Ich kann euch eventuell nur Elkos und Kondensatoren wechseln, das kann ich gerne machen. Aber abgleichen oder Gehäuse restaurieren oder sowas, das mache ich nicht. Sag ich gleich. Elektrisch kann ich es hinkriegen. Mit Abgleichen. Je nachdem, aber da sage ich gleich, erwartet nicht, dass ich euch das Radio abgleiche. Das mache ich nicht. Nee, dafür bin ich nicht da. Und ich sehe hier gerade, irgendwie sind hier Muttern und so war das, keine Ahnung. Habe ich gerade den Dreher mal hier in der Hand. Guck mal her. Das ist fest. Ich habe hier schon Muttern gefunden, die waren lose. Die waren nicht fest.
Keine Ahnung, die waren schon richtig lose gewesen. Na gut. Ich danke euch fürs Zugucken. Über einen Daumen hoch würde ich mich wirklich freuen. Guckt mal in meine Amazon-Wunschliste rein. Und eventuell, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal finde, hat ja irgendeiner hier so Abgleichwerkzeug. Weiß, wo es Gutes gibt. Das hier war das wirklich das Billigste, was ich finden konnte. Das ist einfach nur ein Stück Plastik und mehr ist das nicht. Und das hält so gut wie gar nichts aus. Vielleicht hat ja einer noch irgendwo so ein Zeugs rumliegen oder lässt mir sowas zukommen. Keine Ahnung, kann mich ja gerne mal anschreiben. Ja. Ich glaube, demnächst wird es dann wieder ein bisschen elektronischer mit mehr modernerem Zeug. Das hier ist, glaube ich, sogar von 1900, habe ich das einfach mal gesagt. 68 oder 58, keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. Also, das ist Uralttechnik. Demnächst kommt wahrscheinlich wieder neuere Technik. Elektrotechnik, Elektronik, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Gut, dann Tschüssi und bye bye.